Das heißt, wenn wir jetzt im Motorgetriebe reintippen, dann können wir hier in dem Menüpunkt noch die Tempomaten verstellen, hier die Drehzahlspeicher verstellen, die Memo-Funktion. Wer das nicht weiß, was das ist, wenn wir das aktivieren und wir fahren ohne Fahrpedal, das heißt mit einem Joystick, und wir würden einen Richtungswechsel durchführen, dann nimmt er die Geschwindigkeit an, die wir hier einstellen. Ne? Ein Richtungswechsel, und er nimmt die Geschwindigkeit für rückwärts oder für vorwärts an. TMS hier, unsere Drehzahlauflösung können wir hier einstellen. 1830 macht der Motor bei Vollgas. Und das können wir halt hier einstellen und uns dann hier auch noch kombinieren. Das heißt, bei vorwärts, rückwärts, bei den Hydraulikgeräten, Zapfwelle, bei den Heckhubwerken oder bei den Hubwerken und hier draußen unsere Zapfwelle. Das heißt, wenn wir jetzt, ich stelle hier mal eine Drehzahl ein, wenn wir jetzt draußen die Zapfwelle drücken würden und aktivieren würden, dann fährt er die Drehzahl an, die wir hier eingestellt haben. Hier rechts an der Seite sehen wir auch noch hier unseren Umkehrlüfter, der hier verbaut ist. Der geht natürlich jetzt nicht, weil ihm die Drehzahl fehlt. Ganz, ganz klar. Dann haben wir hier unsere Auflösung für, was ich euch erst erzählt habe, hier die Stufen, die Beschleunigungsstufen und die erste Stufe, die können wir uns hier noch einstellen. Ne? Wie viel er beschleunigen soll, wenn wir nach vorne drücken. Und das kann vom Vorteil sein, wenn du jetzt richtig langsame Arbeiten machst, dann darf das nicht zu schnell gehen. Da muss das richtig schön langsam gehen und dann kannst du dir das hier einstellen. Hier haben wir nochmal zusätzliche Einstellungen, da brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Das ist zum Beispiel so Motor und Getriebe. Und das können wir bei jedem Feld hier machen, zum Beispiel auch bei den Steuergeräten. Gehen wir einfach rauf, entsperren können wir sie hier auch. Geht natürlich jetzt nicht, weil der Träger nicht läuft. Können dem Ventil einen Namen geben, hier einmal das Ansprechverhalten einstellen, das Ventil priorisieren. Hier können wir noch auswählen, welches Ventil hinten am Kotflügel wieder liegen soll. Wenn ihr zum Beispiel einen hydraulischen Oberlenker habt oder einen hydraulischen Stützfuß am Anbaugerät, dann könnt ihr aussuchen, ich habe das auf Rot zum Beispiel, und dann können wir am Kotflügel draußen bedienen. Oder wir wollen gar nichts bedienen, da machen wir es natürlich aus. Das schon mal so zu den Steuergeräten. Dies hier ist, glaube ich, das Symbol für die Lenkachse, dass er automatisch die Lenkachse sperrt und öffnet. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, aber das, denke ich mal, wird die Funktion sein. Und dann haben wir hier oben noch einmal, wo wir den Druck einstellen können. Das kenne ich so nicht von unserem Träger. Da könnt ihr gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wofür der Druck ist. Wir gehen wieder raus aus den Steuergeräten. Man kann natürlich auch noch so Spielereien machen bei den Steuergeräten. Wir haben ja einmal hier, jetzt zum Beispiel bei diesem Joystick oder auch bei den Linearmodulen, haben wir einmal einen Bereich, wo wir zwischen den beiden Druckpunkten arbeiten können. Ne? Ihr merkt das hier. Klicken ja so. Und dazwischen können wir ja arbeiten. Und das können wir uns einstellen und sagen, wenn wir hier nach unten durchdrücken, soll Schwimmstellung sein, so kennt man das auch. Und wenn wir nach oben drücken, dann soll die Zeitsteuerung angehen. Und dazwischen können wir ganz, ganz normal steuern, das Steuergerät. Und das ist eine richtig, richtig coole Sache, weil oftmals war das ja auch so, man tippt schon an und dann steuert er die ganze Zeit. Und so ist das nicht mehr und das ist richtig cool. Genau, wir gehen wieder raus. Und ja, so können wir durchs ganze Menü durchgehen. Hier die Spiegelverstellung. Können wir jetzt zum Beispiel hier den rechten Spiegel auswählen. Ihr seht den da. Und dann kann ich den verstellen. Ich denke mal, man sieht das sehr gut, wie das Spiegelglas sich oben verstellt. Und das untere Glas geht genauso. Wir haben natürlich hier auch noch die Spiegel zum Anziehen. Ne? Die Teleskopierung können wir hier auch noch machen. Dieses Symbol hier weiß ich gerade nicht, was das ist, ob man die dann verknüpfen kann. Nee, weiß ich auch nicht, was das ist. Genau, das ist zu den Spiegeleinstellungen, Vorderachsfederung, Radio haben wir uns hier hingelegt. Da kann man jetzt, man könnte jetzt auf jedes Menü noch so eingehen und eigentlich quasi fast ein eigenes Video machen. Die Spiegel sind auch beheizt, ne? Wir sehen das hier, können wir auch einschalten. Wir können hier auch sagen, wo soll die Lüftung hinpusten. Oder wir sagen, mach alles automatisch. Ich habe da keinen Bock drauf. Und dann macht er das automatisch. Wir können auch einen Überdruck erzeugen. Geht jetzt nicht, weil der Träger nicht an ist. Die Max-Funktion haben wir auch. Man hört es. Wir machen die Lüftung aber jetzt wieder aus. Machen wir aus. Das ist uns so laut. Klimaanlage sehen wir hier. Temperatureinstellung.
Genau, das ist so das. Wir haben bei unserem kleinen Vario noch eine Zusatzheizung. Die können wir hier dann auch noch einstellen. Die ist hier jetzt nicht an Bord. Und Cat4-Kabine haben wir noch. Die wäre dann, der Menüpunkt wäre dann hier unter noch. Genau. Lenksystem brauche ich auch nicht drauf eingehen. Schaut da gerne mal auf unseren Kanal vorbei. Das ist genau das gleiche wie auch bei dem 200er. Ja, und jetzt sind wir schon wieder bei der ersten Seite, die wir erstellt haben. Ich denke mal, das ist richtig, richtig einfach zu verstehen. Jetzt haben wir aber noch nichts gespeichert. Und das ist immer wichtig, vorher noch zum Schluss zu machen. Das heißt also, wir haben jetzt ja noch gar kein Profil ausgewählt. Wir haben einfach nur eine Seite erstellt. Wir gehen jetzt hier auf das Plus, nennen das Profil jetzt zum Beispiel mal Mea oder so. Zack, speichern das. Jetzt fragt er uns, wollen wir noch einen zweiten Modus anlegen, was ich zu euch schon sagte, mit A oder B. Wollen wir jetzt nicht. Und dann speichert er das Ganze und jetzt heißt unser Profil Mea. Wenn ich jetzt hier oben raufgehe und mache zum Beispiel das Güllefass hier von dem Bernd an und lade das mal rein. Okay, ich kann jetzt kein Profil laden, weil der Motor dazu an sein muss. Das heißt, wir machen den Motor gleich mal an und dann zeige ich euch das noch. Könnte man jetzt einfach zwischendurch tauschen. Das finde ich persönlich schon richtig, richtig gut. So, dann haben wir eigentlich so das Grundlegende schon durchgesprochen. Man hat hier auch immer die Traktorfunktion. So, wenn man jetzt ganz schnell eine Funktion sucht, hat die aber nicht auf seiner Seite gelegt und einem fehlt die, dann kann man auch nach den Symbolen gehen. Und man sieht jetzt ja hier, dass das ein Hydraulikzylinder darstellen soll. Ich klippe rauf, zack, wir sind da. Und das ist so richtig gut. Man sieht das Symbol hier auch, Traktorfunktion. Wir klicken rauf und sind sofort in diesem Menü, können mit unserem Drehdrücksteller jetzt auch hier navigieren, wenn wir das wollen. Und jetzt kommen wir hier zur Tankanzeige. Ja, und das ist halt ganz, ganz schnell, zack, Telefon. Oder ich brauche jetzt mal eben die Lüftung, zack, ich bin drauf. Und du kannst einfach in diesem FendOne-System einfach richtig, richtig schnell arbeiten. Ne? Und so, nur so geht es auch jetzt heutzutage. Finde ich richtig, richtig gut. Auch mit der Seitengestaltung. Wir können alles auch mit dem Dreh- und Rücksteller hier durchswipen. Das ist einfach richtig, richtig, richtig schön geworden. Genauso wie hier. Kommen wir sofort zu unserer Tastenbelegung und da können wir auch noch mal drauf eingehen, weil es wäre ja zu einfach, wenn wir uns nur hier die Seiten gestalten können. Wir wollen uns ja auch die Tasten ja selber konfigurieren und das machen wir jetzt mal. Dazu entsperren wir das Ganze und haben jetzt quasi genauso wie bei den Seiten die Möglichkeit, hier unten zu sehen, was gibt es eigentlich. Hier einmal Motorsymbol, Lichtsymbol, Hydraulikfunktion, unsere hier Teach-In-Tasten, dann unser Lenksystem, dann haben wir hier unsere Hubwerke, einmal den Grip Assist und noch zuletzt die, zum Beispiel jetzt die Schnell, hier wieder die Funktionsbelegung können wir uns auch auflegen, dass wir sofort dahin kommen, Gerätemanager, Telefon, Lüftung, Spiegel. So, wir machen jetzt mal hier eine Motorfunktion, das heißt, ich möchte jetzt vor und zurück, kann ich hier nirgends hinlegen. Weil es auch keinen Sinn machen würde. Vor und zurück ist am Joystick schon verbaut, wenn wir so machen. Ja, vor und zurück ist zum Beispiel hier auf dem 3L-Joystick jetzt gerade raufgelegt. Und ich kann jetzt zum Beispiel den Tempomat auch hier hinpacken, den ersten, oder den Drehzahlspeicher kann ich auch auf den Teach-In-Tasten machen. Dann sind die natürlich aus und ich könnte diese Tasten, weil ich erst sagte, man kann nur die weißen belegen, ich kann auch die grünen jetzt belegen. Aber dann habe ich nicht die Teach-In-Funktion. Wenn ich jetzt die Teach-In-Funktion wieder zurückhaben will, dann muss ich einfach hier zack raufklicken und er hat das einfach wieder draufgepackt. Genau. Steuergeräte genauso. Man kann natürlich auch auf einer einzelnen Taste ein Steuergerät legen. Dann fragt er natürlich, was willst du da machen? Plus, Minus oder Schwimmstellung. Ja. Gehen wir mal weiter. Und hier sehen wir schon die Auflösung, dass wir, was ich sagte, 1, 2, 3 mal unseren 3L-Joystick belegen können. Jetzt ist vorwärts, rückwärts drauf. Und ich könnte jetzt ja auch sagen, ich möchte die Schnelllenkung dann noch rauflegen und packe die hier hin. Und wenn ich jetzt die Taste hier hinten wechsle, dann seht ihr, dass, guck mal hier, das Vor- und Zurück-Symbol bleibt trotzdem stehen, aber die Funktion ändert sich. Das finde ich ja lustig. Weißt du, die Farbe, die ändert sich, so geht das Symbol weg. Naja gut, aber man könnte dann einfach hier hinten drücken,
zack, Schnelllenkung aktivieren, wieder zurück und hat vorwärts, rückwärts. Ja, der Arbeitsablauf ist einfach richtig, richtig gut. Steuergeräte können wir jetzt hier auch hinlegen. Ich lege jetzt zum Beispiel hier mal gelb hin und eigentlich ist im Mittelfeld lila hingelegt. Wir sehen hier lila Lichter. Seht ihr die Farbe? Auf der Kamera kommt sie jetzt nicht so lila rüber, aber wenn ich jetzt die Funktion ändere, wird es gelb. Ich denke mal, das sieht man ganz gut. Wir können auch mal rot nehmen. Ich denke mal, der Kontrast ist besser. Jetzt habe ich rot hier hingelegt. Ziehen wir nach hinten. Rot, lila, gelb. Das ist schon richtig, richtig cool. Können wir natürlich auch ausschalten, die Funktion, und den einfach belegen. Dann ist es ein Joystick. Man kann den einmal belegen und kann nicht hier irgendwelche Einstellungen aus Versehen vornehmen. Wir machen ihn aber wieder an. Ich finde das eine richtig coole Sache. Dann haben wir hier unsere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frei belegbaren Tasten, wo wir auch natürlich wieder eine Menge Funktionen hinpacken können. Hier auch unsere Linearmodule können wir natürlich auch belegen. Ich könnte jetzt sagen, genau, ich habe daneben gedrückt, richtig gut. Ich könnte jetzt sagen, wir packen mal das Hubwerk auch dahin. Würde auch gehen. Zack. Und jetzt kann ich auch das Hubwerk hier bedienen. Und so macht es halt einfach Sinn, so macht es Spaß. Werkseinstellung, wie gesagt, hier. Wenn wir auf die Fan-Taste klicken, möchten Sie auf Standardeinstellung wiederherstellen. Ich drücke Bestätigen. Zack. Alles so, wie es aus dem Werk gekommen ist. So ist das jetzt hier belegt. Genau. Das eigentlich erstmal schon dazu. Ich würde sagen, wir starten den Träger jetzt mal, weil man kann auch fast gar nichts mehr sehen.